Einen wunderschönen, guten und sehr, sehr kalten und frostigen Morgen wünsche ich euch hier von der Strecke Rosigen Nord aus der Baureihe 187 hier im Logistics and Transports Gewand der LTE in diesem wunderschönen Blau. Wir sind heute unterwegs mit der 187 931-1 und ich würde sagen, wir gehen mal in den Führerstand rein, rüsten auf und fahren dann los. Auf jeden Fall bitter, bitter kalt heute. Das erste, was wir machen, ist, dass wir mal aufstehen und einmal hier den Führerstand aktivieren. Das haben wir jetzt gemacht. Wir können hier einmal die Beleuchtung auf Auto stellen. Federspeicher ist bereits gelöst. Okay, dann gehen wir einmal kurz in den Maschinenraum. Und gucken uns hier einmal an, was wir hier noch so einstellen können. SIFA können wir gerne anmachen. LZB an, PZB an. Notbremsüberbrückung brauchen wir nicht. ETCS ebenso nicht. So, Tür wieder zu. So. Dann. Ja, in welcher Zugart fahren wir heute? Das ist auf jeden Fall ein langer, langer Zug, von dem ich nicht ganz weiß, ob wir beladen sind oder nicht. Aber wir können mal davon ausgehen, dass wir beladen sind. Daher würde ich sagen, Bremsstellung. Ja, okay, gut. PZB-Modus ist sowieso der untere eingestellt, dann passt das soweit. Signalleuchten machen wir einmal vorne dreimal weiß an. Und Spitzensignale reduziert. Jawohl, ist angeschaltet. Das passt soweit. Dann gehen wir zurück wieder ins Grundbild. Und dann würde ich noch gerne den Stromabnehmer verändern. Nämlich, wir haben heute mit vereisten Oberleitungen zu kämpfen. Insofern sollen wir beide Stromabnehmer heben. Und das machen wir auch. Dafür nehmen wir einmal den Hauptschalter raus und senken den Stromabnehmer. Und dann können wir jetzt hier den Stromabnehmer 1 und 2 auswählen und auf Enter drücken. Und dann würden wir jetzt den Stromabnehmer heben. Jawohl, sind beide oben. Hauptschalter hinterher. Okay, das passt soweit. Dann einmal den Fahrtrichtungswender nach vorne. PZB ist jetzt auch aktiv. Das Signal zeigt Fahrt an. Insofern können wir auch losfahren. Machen wir auch. Wir können eigentlich hier auf die Fahrplanleuchte wechseln. Ausfahren mit 100 km/h, das heißt also, wir befreien uns. Warum die 55 noch blinkt, ist mir ein Rätsel, das sollte sie nicht mehr machen, aber das tut sie auch laut Hand nicht mehr, also sind wir befreit. Hier machen wir den Scheibenwischer an, das schneit nämlich ein bisschen. Ein bisschen langsamer. Los. Fahren, denn das ist auch unsere Maximalgeschwindigkeit heute. Ups, da sind wir schon in Schleudern gekommen. Zu viel Leistung aufgeschaltet. Ja, Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h, denn wir sind in der unteren Zugart und da gilt nun mal, dass die
maximal freigegebene Geschwindigkeit bei 100 km/h liegt. Nochmal kurz zwischendurch einen Schluck Tee genommen. Bei der Kälte, bei dieser Eiseskälte hier. Ne? Da kann man nochmal einen Tee trinken. So, 100 haben wir gleich fast erreicht. Können schon mal langsam die Leistung rausnehmen. Machen wir jetzt auch mal. Leistung ist bei 0, dann können wir AFB, AFB, AFB. Genau, die AFB anschalten. AFB auf 100 stellen. Und Leistung aufschalten. Dann halten wir die Geschwindigkeit. Hier übrigens in die Fahrmotoransicht wechseln. Ne? Hier sehen wir dann, wie viel Leistung pro Fahrmotor aufgeschaltet ist und hier können wir den Strom überwachen, der aus der Oberleitung rauskommt und hier, wie viel Strom gerade durch den Zug fließt bzw. wie viel verbraucht wird in Ampere angegeben. So, wir befinden uns auf der Ebene, das heißt also, wir rollen gerade einfach nur mehr oder weniger einmal hier durch die Landschaft. Ah, also ich muss sagen, Rosig Nord ist trotz des Alters dieser Strecke immer noch einer der schönsten Strecken, die wir haben, so von der Landschaft her. Oder? Also die Täler und so. Eieiei, 70. Zugbeeinflussung. Wir müssen noch schnell runter auf unter 55, sonst kommt die Zwangsbremsung. Oh, das wird knapp. Genau, und auf die 70 hoch stelle ich jetzt mal auch in der AFB ein. So, 70 km/h sind eingestellt und dann können wir wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Ja, mit dabei natürlich Soundmod. Hallo. Die Soundmod vom... Ich habe den Namen vergessen von dem guten Modder, der die Soundmod für die 187 gemacht hat. Ja, Borre 187 hier im TSW von Skyhook Games entwickelt. Also irgendwie stört mich hier gerade so ein bisschen die Draw Distance, dass das hier so nur so hier vorne rendert. Das war eigentlich bei mir anders eingestellt. Ich muss mal einmal ganz kurz doch in die Einstellung gehen und mal gucken, ob wir das irgendwie besser hinbekommen. Das wäre dann Laub, Schatten, Effekte, Himmel, ne. Sichtweite ist schon auf Ultra, Texturen ist hoch. Ja, dann weiß ich nicht. Allgemein. Nee. Dann ist das einfach die Draw Distance vom TSW. Muss ich mal gucken, dass ich das in irgendwelchen Indie-Settings vielleicht nochmal anpasse. So, ab hier dürfen wir 100 fahren, wenn der ganze Zug noch vorbei ist. So, das ist jetzt der Fall. Dann einmal AFB auf die 100 und Leistung aufschalten.
okay, doch nicht. Ich wollte sagen, eine Geschwindigkeitsherabsetzung, die sehe ich aber sowieso trotzdem kommen, nämlich auf 80. Ja, dann können wir schon mal mit der E-Bremse rein. Zugbeeinflussung. Jawohl, keine Beeinflussung bekommen. Sehr schön. Dann schauen wir, dass wir das nur mit der Lokbremse hinbekommen, beziehungsweise mit der E-Bremse. So, einmal durch den Tunnel durch. Und ab hier dürfen wir 80 fahren. Oh, wir sind zu schnell. Eieiei. Ganz vergessen. So. So, müssen wir da Leistung aufschalten. Signal ist grün. Nicht vergessen. Und Signal zeigt freie Fahrt an. So wollen wir das doch. So, Kilometer 49. Hier dürfen wir 110 fahren. Beziehungsweise für uns wären es halt 100 km/h. Auch schön, ne? Wie hier der Schnee hochgewirbelt wird. Das ist schon schön gemacht. So, dann einmal die AFB auf 100 hochgestellt und ein bisschen Leistung aufschalten. Ich finde Rosig Nord ist eigentlich so mitunter einer der besten Güterverkehrsstrecken, die wir so haben. Also ich fahre, glaube ich, auf keiner Strecke so gerne Güterzüge wie auf Rosig Nord. Ich finde, die Strecke ist eigentlich perfekt dafür. Die ist halt schön lang, sie windet sich hin und her durchs Tal, sie hat die ein oder anderen Geschwindigkeitsveränderungen. Die Geschwindigkeiten sind jetzt aber auch nicht, das ist jetzt nicht so, als dürfte man theoretisch 160 fahren oder so. Unglaublich viele Gleisanschlüsse, Industrien, die hier noch links und rechts rumstehen. Also es wirkt alles wirklich sehr, sehr, sehr stimmig hier. Also wirklich Güterzüge lassen sich hier so gut fahren wie kaum auf irgendeiner anderen Strecke meines Erachtens. Ja, klar, so Dresden-Riesa ist natürlich auch schön, aber meines Erachtens ist halt immer noch eher so. Eher verbinde ich Dresden-Riesa mit Personenverkehr als mit Güterzügen. Ja, ne? Und dann ist das für mich halt eher so eine Personenzugstrecke. Genauso wie eigentlich nahezu alle anderen Strecken, die wir haben. Also eigentlich doch alle anderen Strecken. Nur vielleicht
Wuppertal-Hagen ist auch noch vielleicht so eine Strecke, die eigentlich ganz gut so für den Güterverkehr ist. Zumindest wenn man jetzt nicht auf den S-Bahn-Gleisen unterwegs ist. Ja, stabile 60 FPS, 61. Vorbeifahrt hier zu genießen. Ja, herrlich. So, Ankündigung auf 100, braucht uns nicht zu tangieren. Allerdings 70 in 2,6 Kilometern, haben wir ganz kurz hier in unseren Ibula Rückenkontrollraum reingeguckt und ne, ich finde, das ist jetzt so kein Cheaten, so ne, dass man immer mal wieder in die Geschwindigkeiten reinguckt, denn in echt hätte man ja hier ja auch die Geschwindigkeiten vorgegeben, beziehungsweise auch angekündigt, ne, wann welche Geschwindigkeit gilt, um sich halt eben auch darauf vorzubereiten. Das ist gerade bei so schweren Güterzügen extremst wichtig, dass man da vielleicht vorzeitig runterbremst, um nicht durchgehend vielleicht auch von der PZB dann auf 55 km/h runtergezwungen zu werden. Und da finde ich, ist es schon angebracht, nicht so viel Bremsleistung, bisschen was an Zugbremse nehme ich mal mit dazu. Ich habe keine Lust, eine Zwangs zu bekommen. Zugbeeinflussung. Okay, wir müssen runter auf 55. Kriegst du jetzt eine Türfreigabe, meine Liebe? Ja, aber wusste ich gar nicht, dass die 187 die Sounds kann. Uiuiui, ein bisschen mit der Leistung hier ein bisschen runter. Oh, nochmal der Sander? Nein. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Ich nehme mal den Sander mit dazu. Einfluss auf Freit. Ja, sehr kommunikativ heute im Block.
So, ja, ne? Also das mit der Türfreigabe ist auf jeden Fall auch der Mod geschuldet. Also geil gemacht, ne? Das konnte die 187 jetzt vorher nicht. Also die originale für Skywalk-Version. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die 187er wirklich machen, denn die 187 ist ja eine Güterverkehrslok. Aber wir haben ja. Ja gut, eine Türfreigabe haben wir ja theoretisch. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sie es tatsächlich macht. So, wir dürfen anscheinend schon schneller fahren. Mal auf 80, denn gleich wird uns 80 nämlich angekündigt. So, das wird bestätigt. Zugbeeinflussung. Keine Beeinflussung, sehr schön. Da vorne das Kohlekraftwerk von Mark Elverlingsen, glaube ich, heißt das, ne? Ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Aber ich gucke das mal nebenbei nach. Bevor ich hier was Falsches sage, was offensichtlich falsch ist. Ja doch, ein weitgehend stillgelegtes Mittel- und Spitzenlastkraftwerk der Mark E, das ab 2018 als Standort eines Batteriespeicherkraftwerks genutzt wurde. Aha. Wahnsinn. Das Kraftwerk selbst hier, an dem wir jetzt gleich nach dem Tunnel vorbeifahren, besteht im Grunde genommen seit 1912. Und die neuesten, beziehungsweise die zuletzt genutzten Gebäude wurden zwischen 1971 und 1982 gebaut. Also ordentlich alt, ne? Hier rechts von uns. Hier einmal das Kraftwerk. Hier ist es noch in Betrieb. Wir waren auch schon mal hier drin, in den Gleisen. Ne? Tolles Szenario von meinem guten Freund Tom. Ja, mit der 185 waren wir schon mal hier drin. Ja, in Betrieb ist es nicht mehr wirklich. Nur 20 Kilometer auf dem Wagen. Dann haben wir kurz die Habitswahl. Ach, sehr schön. Ja, die Sonne geht jetzt langsam auf, ne? 10.30 Uhr morgens. Ein kalter Dezembermorgen. Verschneit. Und wir flügen uns durch den Schnee hindurch. Scheibenwischer aus hier im Tunnel. Das ist nur unnötiger Verschleiß. Und da vorne ist auch schon wieder Tunnelende.
Frontscheibenwischer wieder an. Und einmal vorbei. Ich glaube, jetzt müssten wir in Altena gleich sein. Der Burg Altena. Einmal kommen wir auf die andere Seite. Das ist sehr gut. Vorbei an der Burg Altena. Immer ein Besuch wert übrigens. Sehr schöne Burg. Baustelle anscheinend. Und ein Pantos oben. Der gute alte Lokzug. Den kennen wir. Der ist schon echt ein Running Gag hier, der Lokzug von Rosigenhort. So viel fehlt nicht mehr, bis wir in Hagen sind. Hier gelten 80. Ja, die Geschwindigkeitstafeln müssen mit dem Faktor 10 multipliziert werden. Und das ergibt die Geschwindigkeit, die freigegeben und oder angekündigt wird. So, dann AFB hoch auf die 80. Und die Vorbeifahrt genießen. Wahnsinn, die beiden Züge sind jetzt, also dieser Lokzug und jetzt hier die 143 mit den Dostos, ist im Grunde genommen jetzt hier im Signalblockabstand. Im Blockabstand, so müsste man es betonen, hinterhergefahren. Verrückt. Bahnübergang vorbei. 14 Kilometer noch bis Hagen. Ohne Kennzeichen, das geht aber gar nicht. Das ist aber illegal. Illegal, 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 alle illegal. Und der nächste Zug. Oh, 187 auch von LTE. Sehr, sehr schön. Kohle- oder Erzbomber hier an uns vorbeigefahren. Thank you.
geht es euch ein bisschen bergab. Ja. Und ab hier sind 100 freigegeben, sehr schön. Fahren wir gleich auch aus, sobald wir am Signal vorbei sind, beziehungsweise an der Geschwindigkeitstafel. Was jetzt ungefähr der Fall sein müsste. Also einmal hoch mit der Geschwindigkeit. Sie fahren. Ja, ihr seht's, ich bin ja ein bisschen mit der Qualität der Videos runtergegangen, jetzt nur noch auf 1080p, also in Anführungszeichen nur noch. Dafür haben wir aber ordentlich was an Framerate dazu gewonnen, ne? Also und da muss ich dann jetzt doch sagen, also ich habe mich lange irgendwie dagegen gewehrt, habe lange eine geringere Framerate in Kauf genommen, aber jetzt muss ich doch sagen, es spielt sich dann doch wesentlich besser mit 60 FPS auf etwas geringere Auflösung als auf 35 bis 45 FPS auf, mit etwas höherer Auflösung, muss ich dann doch jetzt sagen. Ich habe lange gedacht, dass ich es doch andersrum eher sehen würde, aber nee. 65 FPS ist schon nicht schlecht. Vier Kilometern sind 90 freigegeben. Das heißt, wir können gleich ungefähr bei Kilometer 2 Pi mal Daumen einfach mal ein bisschen ausrollen lassen. Signaltafel. So, ich habe jetzt schon erreicht. Zugbeeinflussung. Jawohl, und haben keine Beeinflussung bekommen. Dann passt das soweit. Können wir die AFB auf 90 schon mal einstellen. Steht nach wie vor aus für die Aurea 187 von Sky Games. Das Update soll ja kommen, es ist nach wie vor auf der Roadmap. Aber ja, was halt nicht draufsteht, ist wann das Update kommt. Und da hoffe ich, dass doch jetzt mal bald irgendwann kommt, ne, nachdem jetzt das Update wohl zuerst für die Midland Mainline kommen wird. Wird danach hoffentlich das Update für die 187 rauskommen. Ich bin mir sicher, die Entwicklerinnen und Entwickler von Sky Games haben selbst gar keine Lust mehr, sich mit der 187 zu beschäftigen, weil das Ganze schon sich so lange hinzieht, und würden da sicherlich lieber neue Sachen entwickeln. Ja, ist ja klar, würde vermutlich jeder von uns. Aber ja, das
Update muss auf jeden Fall kommen. Denn klar, wir haben hier auf dem PC die Soundbot und so. Damit ist auch alles gut. Damit lässt sich die Lok meines Erachtens wirklich sehr, sehr gut fahren. Aber all jene, die keine Mods installieren möchten oder nicht können, weil sie an der Konsole spielen, die müssen sich halt mit der Vanilla-Version der 187 zufrieden geben. Und die ist nun mehr als unbefriedigend. Ne? Die ist nach wie vor ziemlich für die Tonne. Und nach wie vor, finde ich, ist das keine Lok, die den Preis wert ist. Also, ja, vielleicht für die, die eben sich eine Mod installieren können, die können die Lok da auf jeden Fall da vielleicht irgendwie im Sale zugreifen. Dann hat man da ganz gut seinen Spaß mit. Ich fahre ja wirklich gerne die 187, die gemoddete Version der 187. Aber so all die, die an der Konsole spielen, Leute, ohne dieses Update, ich würde mir nach wie vor die Lok nicht kaufen. Außer sie ist halt wirklich ganz krass im Sale. Dann vielleicht schon. Oder man möchte sie halt irgendwie als KI-Lok irgendwie entgegenkommen sehen. Dann wird sie sich vielleicht auch im Sale lohnen, soweit. Aber fahren kann man mit dem Teil in der Vanilla-Version einfach nicht, ohne dass es einem das Blut aus den Ohren rausschießt. Das muss ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin guter Dinge, dass es vielleicht doch noch irgendwann gepatcht wird. Also es wird ja auf jeden Fall irgendwann ein Update kommen, aber ja. Ne? Irgendwann ist ein äußerst dehnbarer Begriff. Gar nicht mehr so dehnbar ist die Anzahl der Kilometer, die wir noch vor uns haben, bis wir Hagen erreichen. Das sind nämlich nur 6. Das heißt also, im Grunde genommen ist das schon hier unser Endspurt. Wir sind sehr gut durchgekommen, keine haltzeigenden Signale. Gut, es gibt auch auf der Strecke nicht so viele Möglichkeiten, überholt zu werden. So richtig viel an Ausweichgleisen und so gibt es jetzt auch nicht. Gleisanschluss oder früher zumindest mit Gleisanschluss, leider heute viele dieser Gleisanschlüsse nicht mehr existent, was sehr schade ist. Herr Bundesverkehrsminister, ist das nicht schade? Ich finde schon. Viel absurder sind nur die LKWs, die unter einer Oberleitung auf der Autobahn fahren. Also da kenne ich eine bessere Verfügung, nämlich Leute, der Güterzug. Da gibt es schon eine bestehende Oberleitung, Infrastruktur mit Oberleitung. Da kann man Güter sehr, sehr gut transportieren. Und schont dabei die Umwelt, by the way. Ne? Beeinflussung.
in Radschlupfen kommen, ein bisschen ins Schleudern. So. Langsam Fahrt, und zwar mit 40 zu erwarten. Haben wir jetzt erreicht. Wir sind jetzt auch 40 angestellt, 3,4 Kilometer noch. Ob hier gelten die 40. Befreit sind wir schon. Okay. Und einmal hier links rüber in die Abstellung. Weg vom Hauptgleis. Doch hier sagt das Vorsignal langsam Fahrt zu erwarten. Doch das bestätigen wir. Aber noch ein ganzes Stück zu fahren. Okay, jetzt kommen wir irgendwie nicht so ganz auf Geschwindigkeit. Übrigens doch nicht die Abstellung gewesen, in die wir hineinfahren. Und wir dürfen anscheinend 50 fahren. Aber so viel Leistung auf einmal, bitte. Zug Beeinflussung. Sehr schön. Kommt da irgendwas? Nee. Das muss aus. Auch ohne Kennzeichen, Schande. Sie fahren. Ja, Sie fahren. So, langsam fahrt. Es gilt. Es gelten weiterhin 50 km/h. Was eigentlich gar nicht mal so langsam ist, aber so 4,2 Kilometer. Wir haben uns halt einfach von Hagen ein bisschen entfernt, weil der TSV einem leider die Luftlinie anzeigt. Wie sind wir denn gerade gefahren? Ah, okay.
Okay. Aber das war praktisch so eine Überwerfung, dass wir auf die auf diese Seite der Gleise kommen, kann das sein? Also wir sind hier praktisch links abgefahren, hier einmal dann links hoch, um dann hier auf diese Seite zu kommen. Krass. Wahnsinn. Sind allerdings an 2,5 Kilometern erlaubt. Das heißt also, wir bringt eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt, jetzt hier noch so auf Geschwindigkeit einmal zu kommen. Da achten wir lieber darauf, dass wir jetzt keine Zwangsbremse bekommen, so kurz vor Schluss. Ich habe das Gefühl, dass die letzte Zwangsbremsung hier auf dem Kanal schon etwas länger her ist. Also ich schieße zwar nach wie vor regelmäßig über den ersten Halt so hinaus, aber so eine richtige Zwangse, weil irgendwie was übersehen oder so oder zu langsam reagiert, Zugbeeinflussung. Wüsste ich nicht wann. Schön, auf der Brücke ist auch noch ein bisschen was unterwegs an Autos. Das füllt irgendwie das Ganze doch wieder direkt ein bisschen mehr mit Leben. Bestätigen wir auch wiederum Zugbeeinflussung. So wie alle Geschwindigkeitsveränderungsankündigungen unter 100 km/h. Die müssen wir immer alle bestätigen. Genauso wie jegliche Signale, die in irgendeiner Form Langsamfahrt oder gar Halt ankündigen, also überall da, wo praktisch an einem Vorsignal irgendwas Gelbes bzw. Orangenes aufleuchtet, all das muss natürlich immer bestätigt werden. Denn ansonsten folgt eine Zwangsbremsung innerhalb von, ich glaube, 4 Sekunden. Wenn man innerhalb von 4 Sekunden, nachdem die Lok den Gleismagnet passiert hat, nicht bestätigt, erfolgt eine Zwangsbremsung. Auch einen Vorsignalwiederholer bestätigen wir, denn wie mir gesagt wurde, mehrfach jetzt schon in den Kommentaren, es werden keine Magnete bestätigt, sondern Signale. Heißt also, selbst wenn ich weiß, dass bei einem Vorsignalwiederholer kein Gleismagnet verbaut ist und also gar keine Zwangs erfolgen kann, müsste es trotzdem eigentlich bestätigt werden, zumindest wohl anscheinend nach geltendem Recht bzw. geltenden Verordnungen des Eisenbahnbundesamtes in Deutschland. Und daran müssen wir uns natürlich halten. So, einmal über die Weiche drüber mit 40. Vorne steht eine Kollegin oder ein Kollege in der 185 und wir halten an in einem Kilometer. Wird sich gleich wieder bestimmt die Türfreigabe auch direkt melden. Da rechts kommt ein Dostoff vorbei.
haben aber interessanterweise keinen Halt zu erwarten in irgendeiner Form. Vor die Nase gesetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Denn wir haben ja definitiv ein rotes Signal, nämlich ein Sperrsignal vor uns. Aber eigentlich wurde uns ja nirgendwo angekündigt, dass wir tatsächlich ein rotes Signal erwarten. Weiß ich nicht. Ne? Frage ist auch, wann kommt eigentlich die Türfrage ab? Vermutlich bei 30 km/h. Oh, wir müssen mal anhalten. Türfreigabe. Ja, Türfreigabe. Türfreigabe. Sehr schön. Dann rüsten wir noch einmal die Lok ab. Ne? Ziel ist erfüllt. Dann können wir einmal den Scheibenwischer auf ausstellen. Sehr gut. Ich denke mal, Lok können wir auch abrüsten soweit. Dann machen wir uns einmal dafür das Licht an. Gehen wir mit dem Schalten wir die PZB aus, Fahrtrichtungswende auf aus. Direkte Bremse legen wir einmal an. Zugbremse. Volle Leistung, der ist auf 0. AFP machen wir aus. Dann deaktivieren wir den Führerstand. Schalten hier noch die aus, EZB ist aus, EZB machen wir auch aus. Ach so, jetzt darf ich mich. Oh. Ah, okay. Das geht direkt weiter. Ich wollte eigentlich noch raus. Liebe Geister-KI. Ja, gut. Dann endet halt unsere Fahrt so gut, dass ich jetzt hier einfach entführt werde. Von einem Geist. Ja, auch nicht schlecht, oder? Dann ist das halt so. Was haben wir da noch? Oh, sehr schön. 112 oder 143 der WFL. 114. Warum 114? Sehr schön. Habe ich hier noch irgendwas zu bedienen? Fahrgastür und Makro. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich es geschafft habe, hier aus meiner Entführung zu fliehen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.